Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Anleitungsvideo. Heute zeige ich euch, wie man wunderschöne Dekorationen oder eben auch für den Kaufmannsladen für das Kind so schöne Bonbons häkeln kann. Das ist relativ einfach. Und hierfür benötigt ihr merkerisiertes Baumwollgarn. Das glänzt sehr schön, das kommt dann sehr gut rüber. Beliebige Farbwahl. Ich werde für dieses Video heute in Violett häkeln und Blau habe ich schon vorgehäkelt. Nadelstärke 2,5 verwende ich, dann noch eine Wollnadel und eine Schere sowie Füllwatte. Und wenn euch dieses Video gefällt, diese Anleitung, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch meinen Kanal abonnieren. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und seid somit auch eine der Ersten, die es danach häkeln könnt. Und ja, jetzt geht's los. Viel Spaß! So, ich arbeite mich von dieser unteren Seite Stück für Stück in Runden nach oben, bis ich dann hier oben ankomme und abschließen kann. Also von dieser Seite aus wird es gehäkelt, von unten nach oben. Und ich nehme erst einmal eine Masche auf die Nadel auf. Häkel insgesamt 18 Luftmaschen. Dann aufpassen, dass sich die Luftmaschenkette nicht in sich verdreht hat. Schön glatt streichen. Und hier am Ende, beziehungsweise am Anfang, das war ja der Anfang, in die erste Masche hineinstechen und eine Kettmasche häkeln, sodass wir das Ganze zur Runde schließen. Und jetzt wird in jede Masche eine feste Masche gehäkelt. Also insgesamt 18 feste Maschen. Das ist Runde 1. 18 feste Maschen häkeln. So, in Runde 2 habe ich hier den Markierungsfaden angelegt und Runde 2 ist schon eine Abnahmerunde. Das bedeutet, wir beginnen auch gleich mit einer Abnahme und das heißt, zwei feste Maschen werden zusammen abgemascht. Danach eine feste Masche und das jetzt immer im Wechsel. Also eine Abnahme, das bedeutet zwei feste Maschen zusammen abmaschen und eine feste Masche. Eine Abnahme und eine feste Masche. Am Ende der Runde haben wir dann insgesamt 12 Maschen und in Runde 3, in der nachfolgenden Runde, häkeln wir ohne Abnahmen insgesamt diese 12 feste Maschen nochmal und zur Runde 4 sehen wir uns dann gleich wieder. So, in Runde 4 häkeln wir insgesamt 6 mal eine Abnahmerunde, also 6 mal zwei feste Maschen zusammen abmaschen. So kommen wir dann auf 6 Maschen in der Runde am Ende. Und in Runde 5 häkeln wir dann ohne eine Abnahme wieder. Das heißt dann insgesamt 6 feste Maschen in Runde 5 durchgehend häkeln. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder.
So, nach Runde 5 haben wir dann den unteren Teil des Bonbons fertig gehäkelt, bis hierhin. Und jetzt geht es darum, wieder mehr Maschen zu bekommen, um den mittleren Teil des Bonbons zu häkeln. Und deshalb häkeln wir in Runde 6 insgesamt 6 Zunahmen oder 6 mal Maschen verdoppeln. Und das bedeutet, dass wir in jede Masche 2 feste Maschen hineinhäkeln, sodass wir am Ende wieder auf 12 Maschen kommen. Also in jede Masche 2 feste Maschen hineinhäkeln. In Runde 7 verdoppeln wir nur noch jede zweite Masche und das bedeutet, wir häkeln einmal eine feste Masche und in der darauffolgenden wieder 2 feste Maschen in eine. So kommen wir dann am Ende wieder auf 18 Maschen, so wie wir auch angefangen haben. Eine feste Masche. Und wieder eine doppelte, das bedeutet 2 feste Maschen in eine. Eine feste Masche und eine doppelte, also wieder 2 feste Maschen in eine. Runde 8 bis einschließlich Runde 13. Werden durchgehend 18 feste Maschen gehäkelt, ohne weitere Zunahmen. Ja, also dass wir dann Stück für Stück uns hier vorarbeiten, dass wir hier dieses dickste Stück hier zusammen häkeln. Also Runde 8 bis Runde 13 einschließlich, dann 18 feste Maschen häkeln. Und im Übrigen, wer mehr Infos zu dem Originalgarn haben möchte, was ich hier verwende, der kann in der Infobox reinschauen unter diesem Video. Da habe ich euch einen Link beigefügt für die Farbauswahl und Bestellmöglichkeit und so weiter. Und ja, also wie gesagt, Runde 8 bis einschließlich 13, dann die 18 festen Maschen häkeln und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, ich bin jetzt soweit hier angekommen und in Runde 14 ist wieder eine Abnahmerunde und hier häkeln wir wieder eine Abnahme, das bedeutet 2 feste Maschen zusammen abmaschen und eine feste Masche. Eine Abnahme, immer im Wechsel und eine feste Masche die ganze Runde lang. Am Ende haben wir dann wieder 12 Maschen. Nach dieser Runde fange ich an, den Bonbon mit Watte zu füllen, weil es danach nicht mehr so gut geht. Also gut dran denken, gut ausfüllen, gut dran denken, gut ausfüllen, das meinte ich. Sollte dann nämlich schön fest sein, mit Watte gefüllt, denn in Runde 15 häkeln wir wieder 6-mal eine Abnahme hintereinander. Das brauche ich euch ja bestimmt nicht mehr zeigen jetzt, damit wir dann wieder auf 6 Maschen kommen. Und dann ist die Öffnung so klein, dass man kaum noch was durchbekommt. Deshalb genau an dieser Stelle jetzt mit Watte füllen. Danach häkel ich nochmal 6-mal eine Abnahme, dass wir wieder auf 6 Maschen kommen. Diese 6 Maschen wiederhole ich in der darauffolgenden Runde in Runde 16, also dann häkle ich 6 feste Maschen, sodass wir hier wieder, dass wir hier das wiederholen, nur von der anderen Seite aus gehäkelt. Ne? Also hier haben wir ja mit Abnahmen gehäkelt, dass es kleiner wird. Und jetzt fangen wir dann gleich wieder an, das mit Zunahmen zu häkeln, sodass es wieder größer wird. Das zeige ich euch gleich. Aber wie gesagt, Watte füllen, 6-mal eine Abnahme häkeln, danach 6 feste Maschen wiederholen ohne Abnahme. Und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, in Runde 17 ist wie gesagt wieder eine Zunahmerunde.
Und hier häkeln wir in jede Masche wieder zwei feste Maschen. Das heißt, alle Maschen dieser Runde werden verdoppelt. Wir kommen dann auf 12 Maschen. Und in der darauffolgenden Runde, in Runde 18, werden diese 12 festen Maschen wiederholt ohne Zunahme. Und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, in Runde 19 wird nur noch jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt, wir häkeln eine feste Masche und dann eine doppelte, das heißt wieder zwei feste Maschen in eine häkeln. Die ganze Runde lang. Eine feste Masche und eine doppelte, das heißt wieder zwei feste Maschen in eine häkeln. Wir kommen somit wieder auf 18 Maschen und in Runde 20, in der letzten Runde, werden diese 18 Maschen nochmal wiederholt, ohne Zunahme und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Bonbon ist jetzt weitestgehend fertig, zumindest mit dem Häkelteil. Zum Abschluss häkle ich jetzt nochmal eine Kettmasche und eine Luftmasche. Dann kann ich den Faden abschneiden und dann durchziehen und fest anziehen. Und jetzt geht es darum, die Fäden zu vernähen, damit sie auch nicht mehr aufgehen. Und ich mache dann hier nochmal so einen Doppelknoten. Die meisten kennen das schon, die schon ein bisschen länger hier mit dabei sind bei mir. Einen Doppelknoten. So können wir sicher gehen, dass es auch nicht mehr aufgeht. Und dann klappe ich das um auf die Innenseite und steche hier rein und fädel den Faden durch ein paar Maschen hindurch, sodass er innen drin vernäht wird. Und quasi so ein bisschen so wie einweben, dass er sich nicht mehr lösen kann. Das gleiche machen wir dann natürlich auch auf der anderen Seite mit dem anderen Faden. So, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, nochmal ein bisschen lang ziehen, damit der Faden sich nochmal ein bisschen zurückziehen kann. Und dann abschneiden. Und dann sind wir mit der einen Seite fertig und ich mache jetzt noch die andere Seite fertig. Und dann haben wir einen fertigen Bonbon, entweder zur Dekoration oder auch als Geschenk oder eben für den Kaufmannsladen für das Kind, je nachdem. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Bedanke mich, dass ihr so weit zugeschaut habt. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, auch wenn ihr zum Beispiel ein Like oder einen Kommentar da lasst oder einfach meinen Kanal abonniert. Und würde mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Videoanleitung wiedersehen. Bis dann. Tschüss.